Ja, Manu, habt ihr die Enttäuschung von Samstag schon aus den Köpfen bekommen oder nagt sie noch? Ja, ist noch nicht ganz weg. Gell? Wir hatten heute noch die Videoanalyse vom Spiel da und darum ja, sind noch ein paar Bilder sind immer noch da. Aber ja, wir haben jetzt noch viele Tage, vier Tage etwa, um uns auf das nächste Spiel vorzubereiten. Und ja, morgen wird das sicher dann langsam aus den Köpfen sein und müssen wir uns aufs nächste Spiel vorbereiten. Vom Training gab es ja auch noch mal eine Ansprache vom Trainer. Was hat er euch denn mitgegeben? Was hat er gesagt? Ja, hat uns schon in der Videoanalyse ein paar Dinge gesagt und dann auf dem Platz auch noch hat er einfach gemeint, das Spiel ist jetzt vorbei, wir können das nicht mehr ändern und wir müssen jetzt einfach das Beste aus dem machen, was wir jetzt noch haben. Und ja, und das Wichtigste ist jetzt, das nächste Spiel zu gewinnen. Training ist ja auch immer eine ganz gute Möglichkeit, um das so ein bisschen rauszubekommen, solche Erinnerungen. Welche Aktionen können da speziell helfen im Training? Ja, jede Aktion kann auf irgendeine Art und Weise helfen. Also es ist bei jedem, glaube ich, ein bisschen anders. Bei dem Stürmer hilft vielleicht ein Tor, bei einem Verteidiger ein gewonnener Zweikampf oder ja, auch ein gewonnenes Spiel heute im Training. Also das bringt natürlich auch wieder Selbstvertrauen und ja, so kriegt man das wieder zurück.